Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Online-Schlacht. Heute gibt es eine Schlacht zwischen Karthago und Thyles. Und ich hatte, glaube ich, schon erwähnt, dass die barbarischen Fraktionen zurzeit ziemlich stark sind. Und ja, ich werde hier wieder mal versuchen, dagegen anzukommen. Ich habe jetzt wieder Karthago genommen, also was heißt wieder? Ich hatte in einem Turnier Karthago gegen Thyles genommen, das ist ziemlich in die Hose gegangen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier eine etwas bessere Armee gewählt. Wie gesagt, also Barbaren sind zurzeit allgemein sehr stark, also es ist schwierig dagegen anzukommen, also gegen einen barbaren Schwertrush. Ich werde es hier trotzdem mal versuchen. Ich habe hier dreimal kritische Bogenschützen dabei. Zweimal Pikiniere, die will ich einfach davor setzen, um sie zu schützen. Ansonsten habe ich viermal libysche Schwertkämpfer dabei. Zweimal keltische Schwertkämpfer. Ich möchte einfach sehr viel... Ich möchte viele Einheiten haben, die ich dazwischen schicken kann. Ansonsten hier noch einmal libysche... Normale libysche Obliten, weil ich gerade Geld über hatte. Und hier ansonsten noch... Späte libysche Obliten. Und viermal karthagische Kavallerie. Achso, nicht ganz... nicht zu vergessen, die Elefanten als General. Elefanten sind zurzeit eigentlich wirklich nicht zu empfehlen. Also ich nehme sie hier einfach nur so aus Spaß mit. Aber ansonsten würde ich Elefanten auf keinen Fall empfehlen. Sie laufen sehr leicht Amok. Und ja, sehr viel töten tun sie jetzt auch nicht unbedingt. Also die indischen gepanzerten Elefanten können immer noch ziemlich effektiv sein. Aber auch nur, wenn der Gegner das zulässt. So, wo setzen wir uns mal hin? Ich glaube, ich gehe hier hin und besteige dann schnell den Hügel. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Schnell hier rüber. Ach übrigens, das ist ein Livecast, habt ihr glaube ich schon gemerkt. Wie gesagt, ich möchte da nur ein bisschen den Wünschen nachkommen. Das hatten sich ja einige Leute einen Livecast gewünscht. So. Ich denke, die Position dürfte ganz gut sein, wenn der Gegner angreift, obwohl hier ein Wald steht. Also so gut sollte... ist das vielleicht auch nicht. Ich muss erstmal hier die gegnerischen Einheiten entdecken. Ja, der Gegner kommt vom Wald aus, das ist eigentlich nicht so gut. Aber ein kleiner Vorteil ist vielleicht, dass dann meine Einheiten erstmal ein bisschen verdeckt sein werden. Oh, er hat hier Plänkler-Kavallerie dabei. Vor der muss ich mich schützen. Ach, er hat sehr viel Plänkler-Kavallerie mit dabei. Es wird vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Gut, Schäden konnte er bis jetzt noch nicht anrichten. Aber er hat sehr viele Fernkämpfer dabei. Das könnte eventuell seine Schwäche sein. So, ich schicke mal hier auch einmal libysche Obliten vor in einer langen Linie. Was hat er hier noch? Thrakische Krieger. Ich werde, wenn ich die Gelegenheit bekomme, versuchen durchzubrechen und seine Fernkämpfer zu bekommen. Seine Fußfernkämpfer, natürlich. So, seine thrakischen Krieger sind natürlich ein bisschen stärker als meine... Okay, ich glaube, ich habe jetzt die Möglichkeit. Ich werde versuchen, durchzubrechen. Ja, so wie es aussieht, hat er gar nichts in der Mitte. Tatsächlich? Außer sein General. Sehr gut. Ich werde versuchen, seine ganzen Bogenschützen... Oh, verdammt! Meine Güte, wow, da hat er ja noch sehr viel. Wirklich extrem viel. So, ich bringe mal meine Bogenschützen hier in Reichweite. Da versuche ich seine Bogenschützen hier zu bekommen.
So, hier kann ich von beiden Seiten kommen. Oh, hier kann ich seine Fernkämpfer, seine Blankler-Kavallerie vielleicht bekommen. So, ansonsten bewege ich jetzt hier noch meine... Ansonsten bewege ich hier noch meine Elefanten vor. Sehr gut. Sein Plänkler-Modus wird jetzt nicht funktionieren, weil er am Rand der Karte ist. So, jetzt wird es Zeit, die Elefanten vorzubringen. Seine Fernkämpfer sind fast alle weg. So, sehr gut. So, schön jetzt hier in die Mitte rein. Ich setze den Massenansturm an. Ein. So, da drüben habe ich seine Plänkler-Kavallerie bekommen. Und ich bin jetzt auch in seiner Infanterie drinne. Ich werde jetzt meine Fernkämpfer benutzen, um hier mehr Schaden anzurichten. Sieht gerade echt gut aus. Wie es aussieht, kann ich doch gewinnen. Mit meinen Kriegselefanten komme ich jetzt direkt in seinen General rein. Ich bessere mal hier meine Ausdauer auf. Oh, jetzt hat er mich hier aber bekommen. Und ja, er hat die Schlacht hier aufgegeben. Ich hätte eigentlich gerne noch weitergespielt. Eigentlich war es noch ziemlich knapp. Ich weiß gar nicht, ob ich noch gewonnen hätte. Schauen wir uns das Ganze... Ja, eigentlich... Er hätte noch gewinnen können. Weiß nicht, warum er hier aufgegeben hat. Ja, ich weiß auch nicht genau. Ist die Statistik überhaupt richtig? Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass ich schon einige Einheiten ziemlich platt gemacht hatte. Ja, schauen wir uns das mal an. Meine Kavallerie war eigentlich fast komplett weg. Dafür hatte ich einen großen Teil seiner Fernkämpfer vernichtet und auch die Plänkler-Kavallerie inzwischen erwischt gehabt. Meine Pikiniere waren noch vollkommen unversehrt. Meine Bogenschützen hatten schon ein bisschen Schaden angerichtet. Dafür wurden sie von hinten von den plündernden Reitern erwischt. Ansonsten, ja, hier seine Stammeskrieger hatte ich ein bisschen angeschlagen. Ich weiß nicht, warum er aufgegeben hat. Also, das hätte eigentlich noch was für ihn werden können. Aber meine Elefanten waren schon ziemlich in Rage, also die hätte er jetzt vielleicht nicht mehr aufhalten können, denn seine Plänkler-Kavallerie war an der falschen Stelle und fast aufgerieben. Und ansonsten hat er nur Steinschleuderer gehabt, die sind vielleicht gegen Elefanten nicht sehr effektiv. Na gut, ich finde es schade, dass er aufgegeben hat, also er hätte es noch schaffen können. Und außerdem versaut mir das jetzt ein bisschen das Replay. Hier den Schlachtkommentar. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Zeit zum Aufnehmen, also werde ich das einfach so hochladen. So, ja, ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Ich weiß nicht, ob meine Taktik jetzt aufgegangen ist oder nicht. Keine Ahnung. Also wenn sie aufgegangen ist, dann lag es sowieso nur am Gegner. Also solche Builds sind extrem schwer zu schlagen. Ihr habt ja selbst gesehen, wie überrascht ich war, als ich dann hinter den Steinschleuderern dann noch mehr Schwertkämpfer entdeckt habe. Das ist, ja... Vor allem bei den Barbaren kenne ich mich gar nicht so gut aus mit den Schwertkämpfern. Also die hier sind natürlich schwach, aber die Masse ist dann auch ein bisschen, ja, einschüchternd. Obwohl ich glaube, er hat ein bisschen zu viel auf Fernkämpfer gesetzt. Normalerweise setzen die Spieler kaum auf Fußfernkämpfer, also Thyle-Spieler. Vielleicht ein paar Plänkler, ansonsten noch Plänkler-Kavallerie. Aber so viele Steinschleuderer nimmt eigentlich keiner mit. Die nehmen stattdessen einfach nur noch mehr Schwertkämpfer und Speerkämpfer mit. Ja, aber ich glaube, das reicht dann eigentlich auch schon. Ja, ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Hannibal.